Die Wohlfahrtsverbände hatten mobilisiert und über 2000 Menschen aus Behinderteneinrichtungen waren am Donnerstag zur Demonstration auf den Domplatz in Magdeburg gekommen. Der Grund ist das Geld. Das Land hatte den Vertrag über die Eingliederungshilfe zum Ende des Jahres gekündigt. In den Einrichtungen herrscht seitdem Unsicherheit, wie es weitergeht mit der Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigung. Waltraud Wolf ist die Landesvorsitzende der Lebenshilfe in Sachsen-Anhalt. Also ich finde das ganz großartig, dass die gesamte Behindertenhilfe von Sachsen-Anhalt heute hier ist. Das zeigt aber auch ganz eindeutig, dass das Problem so groß ist, dass wir uns hier alle zusammen hinstellen müssen. Sollte kein neuer Vertrag ausgehandelt werden, befürchtet die Lebenshilfe im schlimmsten Fall die Schließung von Einrichtungen für behinderte Menschen, zum Beispiel Wohngruppen. Laut SPD-Sozialministerin Petra Grimm-Benne ist eine Finanzierung auf Basis des gekündigten Vertrages aber gesichert. Wir lassen niemanden im Regen stehen. Ein Sozialabbau zulasten der Menschen mit Behinderung, wie ich es hier auf vielen Plakaten lesen kann, ist nicht zu befürchten. Die Behinderteneinrichtungen kritisieren, dass es zwischen ihnen und dem Land keine Verhandlungen auf Augenhöhe gebe. Die Diakonie Mitteldeutschland als evangelischer Spitzenverband sieht eine deutliche Verschlechterung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Zwar liege ein Verhandlungsangebot vor, aber, sagt Gudrun Dressel von der Diakonie, aus unserer Sicht ist eine wesentliche Verschlechterung nie ein Verhandlungsangebot. Wir müssen eine Wertediskussion führen und wir müssen eine Diskussion für Teilhabe führen. Und das sind unsere großen Sorgen. Behinderteneinrichtungen befürchten weniger Teilhabe und haben deshalb am Donnerstag in Magdeburg demonstriert. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler.